So, herzlich willkommen auf meinem Kanal, hier ist euer Maximus und ich begrüße euch zu einer weiteren Runde Euro Truck Simulator 2. Wir sind immer noch in Straßburg und sollen Zement 25 Tonnen nach Italien bringen, Torino. So, angekoppelt. Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ah, schöner LKW, ne? Guckt euch an. Immer noch auf dem Weg nach Afrika. Italien hört sich dann schon mal richtig gut an. Und wir werden das wieder so machen wie beim letzten Mal. Ich werde hier rausdödeln. Ein bisschen so die Strecke fahren. Und bevor ich da bin, nochmal reinschalten. Also hier sieht man noch ein bisschen Straßburg. Was da hinten ist, von Teil, keine Ahnung. Gehen wir mal wieder in-game, machen den Spiegel rein, das Navi. Und da wissen wir, wo wir hin müssen. Bremsen wir mal. Oh, der hat Licht-OP gegeben. Guter Kumpel. Hat er gut gemacht. So. Fahren wir gleich hier lang. Oh, da vorne ist ja gleich die Autobahn. Super. Sprit habe ich noch. Ausgeruht bin ich auch. Noch ein bisschen Oh, scheiße, mein Kaffee ausgekippt. Naja, ist egal. Lass es erstmal trocknen. Vorfahrt habe ich. 25 Tonnen ist natürlich eine ganze Menge für den LKW. Weil er ja so viel Power gar nicht hat. Ich glaube über 400 PS oder so. Ah, ein bisschen muss ich hier gucken. Ach, ich brauche ja gar nicht gucken, ich habe ja den Spiegel da drin. Und ich fahre mit 15 km/h hier hoch. Oh Mann. Hier, Blümchen. Alter, ich bleib ja fast stehen. Und der macht... Ah, nee, die machen schon wieder Druck hinter mir. Gut, ich muss die zweite Auffahrt, muss ich ab. Gehen wir nochmal rein. Ach, ich bin Tracker, ich fahre so. Er ist ja sowieso schon die Abfahrt gewesen, die ich nicht rauf soll. So. Straßburg haben wir hinter uns gelassen. 25 Grad haben wir. Der Tank ist voll. Oder, naja, halb voll. Oh. Fahre hoch. Oh. Meine Güte. Hat der zu tun. Geld habe ich eigentlich auch, um vielleicht irgendwelche Upgrades zu machen, aber ich möchte erstmal meinen Kredit abzahlen. Das ist erstmal wichtiger. Vielleicht werde ich mir dann irgendwann mal ein paar Leute einstellen, die dann die Drecksarbeit machen. Aber jetzt bin ich erstmal froh, dass ich selber LKW fahren darf. Oh, guckt euch mal an. Der TGW da oben. Coole Sache. Ich weiß nicht, ob das jetzt durch den Mod so ist. Oder, das war schon immer so. Der letzte Mod hat ja einiges bewirkt. Zum Beispiel, dass auch am Straßenrand gearbeitet wird. Also die Feldmaschinen hier, weiß ich, Mähdrescher, war glaube vorher nicht so. Was ich bis jetzt mal so gesehen habe. Aber naja, jetzt gucken wir nochmal das Navi an. Wie lange muss ich denn, aha, Straßburg... Oh, ich fahre jetzt lange auf dieser Autobahn. Dann können wir ja auch noch eine Außenansicht machen. Ich denke mal, das kommt immer gut an. Oh! Au! Oh. Ich muss hier rüber. Lass mich. Hier wird zweispurig. Gut. Fahren wir so mal, ja, 25 Tonnen Zement.
waren wir erstmal komplett von Straßburg nach Torino zu den Italienern. Wahrscheinlich kriegen die keinen Beton hin oder so, ich weiß es nicht. Also ich fahre grundsätzlich mit Licht, weil wenn ich Licht vergesse anzumachen und dann wird es dunkel oder so leicht dunkel, dann gibt es Strafen. Vor Blitzer sollte man auch aufpassen, weil das ist auch immer ein bisschen gefährlich. Was ich jetzt mache, ist auch gefährlich, weil alles, was hier an Schaden passiert, muss ich irgendwo bezahlen. Ja, hier ein schöner Teilabschnitt hier. Kaputte Baustelle. Kaputte Baustelle. Warte mal. Schalten wir mal das Navi nochmal an. Aha, ich muss noch eine ganze Weile geradeaus fahren. Gut. Dann gucken wir uns da draußen nochmal an. Also ihr seht schon, viele, viele Autos fahren rum. Aber irgendwie kaum LKWs. Weiß nicht, ob der Mod da irgendwas gemacht hat. Oder der sagt einfach, freie Fahrt für Maximus. So, der Kaffee ist jetzt alle. Ach, herrlich. Das macht immer wieder Spaß, das zu spielen. Ohne Scheiß. Mal sehen, wie lange ich brauche, um bis nach Afrika zu kommen. Ja, so ist es eigentlich einfacher zu fahren, ne? Und ich fahre... Mach mal Navi an. Ich fahre 81. Das ist ganz ordentlich, ne? Die Schilder hier. Oh, hier wieder eine andere Brücke. Ja, man guckt dann auf viele, viele kleine Details, ne? Immer schön den Spiegel beobachten. Werde mir natürlich irgendwann mal ein Cockpit zusammenstellen. Oder, ja, es gibt ja einige, wo dann schon ein Navi drin ist, ne? Also, dass man hier dieses Klo nicht immer an der Seite sieht. So, 7 Stunden noch was. Ah, so lange werde ich das jetzt hier nicht machen. Ich werde jetzt gleich mal einen Cut. Oh, ich muss geradeaus. Gut, rüber. Und ja, dann schalte ich rein, wenn ich in Italien bin oder kurz vor Torino. Torino oder wie auch immer sich das schimpft. Also, bis gleich. So, wir sind fast da in Torino und ja, oh, ich muss was machen. Und zwar muss ich Antenne Niedersachsen wegmachen. Warte, erstmal um die Kurve hier fahren. Müde bin ich auch schon wieder. Einmal. So, werde ich mal Radio wegmachen. Nicht, dass Musik kommt und die GEMA kommt zu mir und sagt, ey, das darfst du nicht. Ja. Finde ich ganz cool, den Sender. War ja mal lange in Niedersachsen tätig, Braunschweig stationiert. Aber, naja. Gut, die Alpen haben wir hinter uns gelassen. Und ohne Scheiß, ich bin da ab und zu mit, mit 30 die Berge hochgekrochen. Ja, dunkel wird's auch wieder. Sterne könnt ihr zählen jetzt. 1, 2, 3 und viele. Jetzt bin ich schon, ja, wieder im Flachland, könnte ich jetzt fast sagen. Und ja, bei der langen Fahrt habe ich mir Gedanken gemacht, wie es weitergeht mit dem Euro Truck Simulator. Also jetzt hier im Spiel. Nicht, ob ich hier keine Videos mache oder so. Ne? Nö, ich werde ab und zu trotzdem Videos machen. Und zwar, wenn ich das Geld langsam habe, muss ich ja sowieso erstmal einen, ja, Platz für mein Auto holen oder kaufen. Also eine Garage. Oder besser gesagt, das Firmengelände muss sich erweitern. Oh, jetzt ist aber dunkel hier. Und wenn ich das erweitert habe, dann werde ich nochmal einen Kredit aufnehmen. Ich glaube, Erweiterung kostet fast 100.000, ich weiß gar nicht mehr. Hol mir denn noch einen Kredit, wenn der alte abbezahlt ist. Und hier werde ich erstmal ab. Oh, wir sind schon verdammt. Und der Typ ist schon wieder müde, dieser Penner. Aber ich kann jetzt auch keine Pause mehr machen, weil... Oh, hier, das wackelt aber jetzt hier. Die Straße ist aber komisch, ey. Die ist kaputt, da muss ich ja wirklich langsam fahren. Oh, nein, bremsen, bremsen. Hier muss ich wirklich vorsichtig fahren. Weil die Abfahrt hier in Italien schwingt richtig. Also, mal sehen, wie sieht denn das von außen aus?
Guck da an. Oh, wie der wackelt. Haha. Geil. Oh. Oh, das ist wieder teuer. Mann, scheiße. Ja, Hauptsache es wackelt. Nee, und wenn ich das gemacht habe, dann werde ich wahrscheinlich nochmal einen Kredit aufnehmen, einen LKW kaufen und einen Typen einstellen, der für mich fährt. Ja, das soll ja vorangehen. In 12 Minuten bin ich da. Mann, jetzt wollte ich gucken, wie es wackelt und hab gleich 5% Schaden, ey. Ja, ist auch müde, der Typ. Ein bisschen musst du noch aushalten. Wir sind gleich in Bella Italia. Oder wir sind schon in Bella Italia. Scusi amore. Ja, mehr kann ich nicht. So, mal nicht zu schnell fahren. Also, hier ist mir gerade in den Alpen passiert, dass ein Hase auf die Straße gerannt ist. Ich habe ihn leider nicht erwischt. War dann zu schnell. Aber das ist doch schon mal ein nettes Gimmick, dass man hier Tiere, ja, auf der Straße trifft. Oh, hier muss ich vorsichtig. Was ist denn das hier? Nicht, dass hier ein Blitzer ist. Gucken wir mal an. Die Reifen richtig sich bewegen. Ja, bewegt sich. Ha, geil. Gut. Naja, ein bisschen wackelt es drin, nicht so dolle. Gut, wir sind schon hier in... Ja, ich weiß, du bist müde, du möchtest ins Bett. Ey, fahre, 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 fahre. Wir gucken mal so noch ein bisschen an hier, den LKW. Also das ist hier Italien. Bei Nacht. Bei Nacht und Nebel. Na, ihr seht hier die ganze Republik. Oder Europa. Unterwegs mit Maximus durch Europa. Ja, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Oh, ich muss geradeaus. Ach, ich muss da rein. Gut, alles klar. Ah, gut, alles klar. Oh. Das wäre jetzt fast ins Auge gegangen. Ah, die Bremse, das darf ich nicht so doll rauft. Oh, je, 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 je. Boah, guckt euch das an. Jo, da bin ich. Gut, gucken wir uns noch gleich an, was habe ich ausgezeichnet, bin ich gefahren und Punkte, bla bla bla. Mal sehen, ob ich ein Level aufsteige. Ich denke mal nicht. Nee, hat nicht gereicht. Und es ist immer noch Nacht. Stelle ich mich mal ein bisschen ins Licht, dass ihr meinen wunderbaren LKW noch seht. Ja, fahre ich mal ein bisschen weiter hier. Gut, das trübt sich schon wieder alles ein. Der Typ ist wieder ziemlich müde. So aus ist er. Ja, mit den Worten will ich mich eigentlich verabschieden. Bis zur nächsten Tour. Irgendwann werden wir in Afrika sein. Das war euer Maximus. Bis zum nächsten Mal. Bye.